Herzlich willkommen auf Obsthof Rannertz. Mein Name ist Hans-Jürgen, hinter der Kamera ist Michi. Und heute wollen wir mal ein bisschen plaudern über Fahrgassen fertig machen. Es war ja immer stellenweise, dass wir fahren mussten in den Fahrgassen oder wir mussten andere Sachen machen. Aber du musst den optimalen Zeitpunkt treffen. Das weißt du erst hinterher. Da soll noch ein bisschen Gras rein, ein bisschen Spuren hatten wir auch. Da können wir gerne mal Bilder einblenden. Das hat jeder. Hast du Bilder gemacht, oder? Also ich habe keine Bilder gemacht von den Spuren. Nee. Aber wenn du Bilder einblenden kannst, das ist so gut. Aber jeder kann sich das vorstellen, wenn man irgendwo nicht versetzt fahren kann. Und gestern, wir sind hier die letzten Tage zu Hause angefangen, Samstag oder Freitag habe ich schon mal mit dem Grader, da werden wir gleich längs gehen, schon mal Erde schön von der Seite geholt. Was ich schön finde beim Grader, du kannst das rund einstellen, er schabt das richtig ab mit einem hydraulischen Oberlenker. Du kannst dir, wenn du da ein bisschen länger mit gefahren bist mit dem Träger, kriegst du da ein Gefühl für, wie viel du wegnehmen willst. Das habe ich einen Tag liegen lassen, weil wir jetzt auch gesagt haben, das soll alles der neuere Fendt machen. Der kann das ruhig, lass ihn die Stunden bügeln. Und dann war da ein Tag zwischen und dann bin ich mit der Kreisellecke gekommen. Und wo das vorher noch so ein bisschen weich war, man muss sich wundern, wenn da ein bisschen Bewegung reinkommt, da konntest du so rüberfahren, kreiseln. Einmal hoch und runter, ihr wisst das alle. Wir müssen das ein bisschen im Griff behalten. Diesel kostet das, Zeit kostet das. Ja, und dann eben mit unserer alten Oma mit der Drillmaschine darüber. Da hatte ich gestern nur noch gerade eben Plattfuß, da müssen wir nachher nochmal eben los. Aber das ging alles. Und dann mit der 2-Meter-Walze. Was Schönes an der Walze. Manchmal im Frühjahr wünscht man sich die ein bisschen breiter. Aber jetzt genau richtig, sie ist 2 Meter breit. Breiter darf sie auch nicht sein. Du kommst sonst an die Äste überall ran. Das ist nicht schön dann, ne? Und, die ist auch wirklich 2 Meter, ne? Also nicht wie der Grubber. Die ist 2 Meter. Also, hast du hier einen Vollstock drin? Das weiß ich nicht. Ah, normal hat mich immer alles an Bord hier. Ne, heute ist er hier nicht drin. Kann auch sein, dass der liegt in der Kabine, wenn dann, ne? In der Kabine. Da drinnen wird er nicht so schön. Ja, wir wollten eigentlich, oder wir haben es ja auch schon viele Jahre gefilmt. Wir haben schon mal mit New Holland geackert, mit unserem anderen Fendt. Haben wir schon viele Videos zu gemacht, also ihr könnt euch die Geräte in Action schon auf unserem Kanal angucken. Dieses Jahr haben wir es irgendwie nicht geschafft, dass wir das auf der Kette kriegen, dass wir da vernünftige Videos zu machen, wie wir die Fahrgassen fertig machen. Aber deswegen wollen wir jetzt mit euch mal eben das alles so ein bisschen in der Theorie durchgehen, oder? Weil hier muss noch ein bisschen rüber. Ah gut, da ist die Runde, da walzt die sowieso nicht, ne? Naja, aber es geht ja um den ganzen Körper, ne? Also was, wo die aufliegt, wo sie jetzt walzen tut, hast du die da auch auf der Kante? Also die Walze ist 2 Meter, das stimmt, aber wo sie nur, hier walzt sie ja nur, ne? Ja, da kannst du von jeder Seite 3 cm abziehen. Das ist ja auch wieder Verarsche, ne? Verarschen einen überall, ja. Läuft immer noch. Zuchtmaul hätte einen kleinen Tick tiefer können, aber irgendwas ist immer. Ja, man tauscht gerne den Träger, ne? Ich hätte jetzt ja auch mit einem Porsche walzen können, aber man baut das eben gerne ab, zack und fertig. So, jetzt lassen wir nach Elster hingucken. Ja, und gerade in der Garantie muss hier auch... Man muss ja auch Stunden machen, ne? Nein, das ist so. Da kann irgendwo ein Lüfter oder was weiß ich. Lass ihn. Ist ja auch schön. Ja, nochmal eben dazu. In den Kommentaren letztes Mal hat einer dazu geschrieben, der S3 ist ja der Vorgänger und der andere Vario der erste. Und wir haben ja gesagt, dass wir mit dem Vario, hat Michi ja einen Spritz-Mäh-Durchgang gemacht. Das heißt Mäher-Spritze. Komplett den Betrieb alleine gespritzt. Das letzte Mal habe ich gefahren mit dem neuen, auch komplett alleine mit Vorgewende, alles. Und da waren jetzt Unterschied, ich habe... 4 Liter, ne? 4 oder 5 Liter. Irgendwie so, ich dachte 109 hast du mir gezeigt, 109. Ich hatte 105. Und der andere mit 105. Ja. Aber ihr dürft nicht vergessen, dieser hat auch eine Druckluftanlage. Und über so einen Zeitraum, 12, 13 Stunden fahren, ein bisschen braucht er ja auch die Energie. Ja, und er wiegt ja auch mehr, ne? Er wiegt mehr. Dafür, dass der andere von 2009 ist, gut... Optimiert ist ja auch, das darf man nicht, das muss man auch dabei sagen. Das muss man dabei sagen. Wenn der nicht optimiert wäre, wäre das gleich. Dann wäre das gleich. So, spielt jetzt ja auch nichts zur Sache. Du hast hier natürlich den AdBlue-Verbrauch noch und AdBlue an der Tanke jetzt auch 1,50, ne? Also ist schon heftig. Das hast du ja auch. Jedes dritte Mal musst du das auch voll machen. Ja. Das darfst du auch nicht unterschätzen, ja. Ne? Das sind auch wieder Kosten, die total... Unnötig. Er hätte das ja nicht gebraucht. Ja. Aber sind auch, wo du dir jetzt sagst, was denkst du auf die Tankfüllung? 16 Liter sind da vorne drinne. Steig dir doch an. Ich glaube, du hast 5,5 Liter. Hast du auch das Bild doch? Bist drauf? Genau, hier seht ihr das. Guck mal, du hast den einen, ersten Zähler haben wir resettet. Das heißt, 109 hast du gesamt verbraucht und 6,6 AdBlue. Rechts ist AdBlue. Ja, 6,6, dann kannst du jetzt ausrechnen. 6,6, was bezahlen wir für AdBlue im Moment? Neulich beim fast 80 Cent.
plus Märchensteuer, plus auch bei 6 Euro. Also wenn du jetzt mal grob rechnest, bei 100 Liter brauchst du 6 Liter AdBlue, 200 Liter, 12 Liter so, 80 gehen dann nur rein, dann kommst du ja nach 2,5, 3 Tankfüllungen hin, ne? Ja, kommst du hin. Aber auch dann wieder ganz abhängig, wie viel Drehzahl hat der Trecker. Wenn der nur rumblubbert, so wenn wir jetzt in der Ernte fahren, dann brauchst du mehr AdBlue. Ja, habe ich gesehen, wie ich gestern mit der Walze fuhr. Ja. Dann geht das schneller. Also da, ja. So, jetzt gehen wir mal eben rüber da zu den Geräten. So, wir fahren jetzt Wasser, wollen die Magic Star noch bewässern und haben das jetzt hier an unserem P angebaut. Und ich wollte euch noch mal eben zeigen, wie einfach es sein kann. Die Tür müssen wir noch mal ölen hier, quietscht gleich. Wie einfach es sein kann mit dem neuen Fan One hier. Ich habe Papa das alles eingestellt, er wird gleich losfahren. Und ja, das Schöne am Profi, wir haben jetzt ja hier den Profi Plus, aber der Profi kann es auch schon, ist, dass wir die Teach-In-Funktionen alle haben. Und hier können wir mal eben kurz reingehen. Habe ich mir jetzt eingestellt, das sind immer hier diese Tasten, Go End, die wir mit Sachen verknüpfen können, wo er dann bestimmte Dinge ausführt. Hier jetzt zum Beispiel Ausbringen an, wenn ich auf Play drücke, also hier auf Go, dann macht er die 45er Welle rein, Drehzahlspeicher und öffnet hinten beim Fass den Schieber. Über Steuergerät natürlich. Ausbringen aus, dann entgegengesetzt, ansaugen. Da soll er die 1000er Welle nehmen, Drehzahlspeicher und das Ganze funktioniert auch. Wir sehen jetzt hier die Zapfwelle. Drücke ich jetzt hier auf Go und will jetzt zum Beispiel ausbringen, dann seht ihr gleich, er wechselt automatisch zur 45er Welle hin, hat sie drinne, macht sie an, Drehzahlspeicher und wir bringen aus. Steuergerät ist natürlich geöffnet, hinten der Schieber. Drücke ich jetzt hier auf Ende, macht er den Schieber zu, Drehzahlspeicher weg. Fertig. Jetzt will ich ansaugen, dann drücke ich hier auf Go, mache ich jetzt mal eben. Er wechselt wieder zur 1000er Welle, führt die Sequenz aus hier und wir saugen an. Weil ansaugen tun wir immer gerne mit der 1000er Welle, weil bei der 45er müsste er ja richtig Drehzahl haben, um dann hier zum Beispiel jetzt die 580 zu erreichen. So, drücke ich hier jetzt wieder auf Ende, ansaugen aus. Und das ist halt an dem Fan richtig, richtig geil umgesetzt mit dieser Teach-In-Funktion. Wir müssen nicht draußen irgendwo zwischen Reifen, wie das bei manchen Herstellern ist, und müssen da die scheiß Subwelle umlegen, haben wieder dreckige Hände und all so ein Gedöns. Das ist wirklich richtig gut umgesetzt mit dieser Funktion, dass sich hier auch automatisch alles wechselt. Natürlich haben wir auch die Funktion, dass wir draußen, wir können ja auch hier die Zapfwelle anmachen, das könnte man auch machen. Dann können wir hier auch eine Drehzahl einstellen, wenn du draußen, ist jetzt auch hier in dem Profil angelegt, wenn du draußen auf den Knopf drückst und ansaugen willst, dass er hier dann auch gleich die Drehzahl annimmt. Machen wir jetzt nicht. Wenn wir jetzt aussteigen, sind jetzt rangefahren, Schlauch rangemacht, alles. Also wir machen das eigentlich so, wenn wir jetzt aussteigen, drücken wir gleich auf Go, Zapfwelle geht alles an. Wir steigen aus, machen hinten den Schlauch ran, Schieber auf, natürlich noch eben auf Saugen umstellen und dann geht das sofort los, dass das fast schon so ein bisschen Druck aufbaut und dann saugt er auch gleich richtig. Ja, das wollte ich euch noch mal im heutigen Video hier zeigen, was hier möglich ist. Wir wollen sowieso demnächst noch mal wieder ein bisschen mehr hier drauf eingehen. Auch gerade zum Lenksystem. Wo haben wir das hier auch drauf? Ja, genau, hier. Da wollen wir auch noch wieder mehr drauf eingehen, dass wir euch das noch mal mehr zeigen. Aber jetzt so zum Wasserfahren. Ja, nimmst du ihn einfach gerne mit. Ganz wichtig noch mal immer am Rande hier, der Stationärbetrieb. Der muss natürlich immer aktiv sein, weil wenn ihr dann aussteigt, dann würde diese ganze Kombi nicht funktionieren. Warum nicht? Weil er dann über den Sitzkontakt die Zapfwelle ausmacht. Deswegen Stationärbetrieb und Handbremse an, damit ihr beim Ansaugen das auch, dass es auch funktioniert. Aber den Stationärbetrieb, den hat er natürlich dann auch immer drin. Ne? Also ihr müsst ihn jetzt nicht jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich speichere mal eben das Profil ab hier. Zack, speichern das Ganze. Und würden jetzt mal eben, wir laden jetzt mal Grader rein, ein anderes Profil. Da wird der Stationärbetrieb nicht aktiv sein. So, haben wir hier die Zapfwellen irgendwo liegen? Ich glaube, beim Grader haben wir die gar nicht hier drauf liegen. Nee, deswegen. Das ist jetzt nicht aktiv. Wir wechseln jetzt wieder zum Bauerfass rüber. Und jetzt werden wir auch gleich sehen, er hat im Profil auch dann den Stationärbetrieb abgespeichert. Zack. Und ihr müsst nicht jedes Mal das hier aktivieren, wie es bei manchen auch ist. Ne? Also er nimmt euch einfach die ganze Arbeit ab. Raufsetzen, Profil auswählen und loslegen. So macht das Spaß. So, hier stehen eigentlich unsere ganzen Sachen so, was wir da so für brauchen. So, wir haben das neulich gehabt. Wir fangen hier einfach mal an. Den habe ich 2007 vom Peter Wahlen gekauft. Ist auch wirklich ein schönes Gerät. Hast du jetzt einen kleineren Träger, kannst du auch nur mit zwei Haken fahren.
Ihr könnt das hier schön wegnehmen, diesen Bolzen. Das ist eigentlich so ein Scherbolzen, wenn jetzt ein Widerstand kommt. Unsere Träger reißen die eigentlich nicht ab. Und ich war da neulich mit dem 745, ein paar Ecken hatten wir noch. Da musste ich mal eben durch. Der Boden war nicht durchlässig, junge Drainage da. Und dann haben wir das so gemacht, wir haben ihn nochmal aufgezogen, weil wir da echt Wasserprobleme hatten. Und dann ist da nochmal ein bisschen Kalk hingekommen und dann haben wir das wieder gekreiselt, fertig gemacht, Gras eingesät. Ich will hoffen, dass es jetzt besser ist, aber anders kann man sich da nicht mithelfen. Jetzt bei den Reparaturen nehmen wir das dicke Ding hier nicht mit, dass wir das nochmal richtig zum Leben bringen. Haben wir letztes Jahr gemacht. Hat uns nicht so gut gefallen, weil uns das besser gefällt. Hiermit machen wir das bei den Neuanlagen mit dem Planierschild, dass wir jetzt, wenn wir Neuanlagen pflanzen, dass wir jede Gasse gerade kriegen. Genau. Und das machen wir dann vor, bevor die Reihen stehen natürlich, machen wir das schon einmal gerade. Und dann, auch wenn die Reihen da sind, kann man da auch noch immer mal wieder durchfahren. Ne? Ja, aber das macht richtig Spaß damit arbeiten. Das kann er. Das könnte noch mal ein bisschen Liebe vertragen. Unten die Leiste, da ist auch schon sehr durchgegammelt, aber das war auch günstig. Das haben wir schon Ewigkeiten. Ne? Schon Ewigkeiten. Ja, und das Ding hier, das muss dann noch sauber, aber das muss auch noch wieder in Einsatz. Das ist eigentlich so ein Grader, sagen wir da einfach zu. Ne? Grader. Also wenn das die Beschaffenheit gut ist, wir haben hier hinten den Körper ja noch dran, dann legt er das wirklich in die Spuren ab. Wenn du jetzt so ganz leichte Spuren hast und das krümelt richtig vom Baumstreifen noch mit auf, da macht das richtig Laune, das sieht richtig gut aus. Und dann leicht mit der Kreiselecke rüber, dass das wieder gerade ist. Nur mit einem Grader und nur Walze geht nicht. So, hier haben wir noch eine Walze, da wollen wir uns auch nochmal gucken. Ja, auf eBay Kleinanzeigen sind wir auch unterwegs. Aktuell haben wir da nicht so viel drin, aber da kommt jetzt noch was. Dies hier ist eine Walze, die haben wir mal gekriegt, wo wir eine Fläche zugebekommen haben. Das ist so ein Eigenbau, aber die nutzen wir sehr ungerne. Aus dem einfachen Grund, hier hinten ist kein Abstreifer dran. Ne? Das heißt, die wird immer größer, die Walze, wenn das ein bisschen feucht ist. Wir haben einfach die Walze und was wollen wir mit so vielen Dingern? Diese wollen wir eigentlich verkaufen. Muss natürlich auch ein ordentlicher Preis kommen. Schrott ist auch im Moment sehr viel wert. Ja. Muss man mal gucken, ob man da ein bisschen mehr für kriegt, sonst können wir die auch selber zum Schrott fahren. Ne? Das ist so. Gut, Abstreifer, was du sagtest. Aber diese kann man alles anbauen, aber... Die ist schmäler, ne? Und ihr müsst auch nicht vergessen, die hat auch einen leichten Zug hier. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video sehen könnt. Links geht's runter, ne? Also das ist alles so ein bisschen schief gebaut. Wahrscheinlich auch so in den Lot geschweißt. Von der Deichsel, das ist selber gebaut. Das ist keine STVO sowas. Nee. Das ist so. Aber gut, man kann sich damit helfen. Ja, Kehrbesen, den nutzen wir nicht in der Fahrgasse. Der ist eigentlich kannst du da auch nur mit arbeiten, wenn es regnet. Das ist sonst staubt das viel zu doll. Ja, mit so einem Kehrbesen. Man muss wirklich sagen, das mit dem Kercher, mit dem Kleinen, wenn jetzt ein bisschen Krümelkram auf dem Hof liegt, den haben wir auch schon mal vorgestellt. Diesen Schiebekercher, das geht wirklich gut. Mhm. Ja, hier haben wir unsere Kreiselecke. Ja, die Klappbombe. Das geht mit der wirklich immer gut. Baujahr 2007, paar Sätze hat sie schon durch an Zinken, völlig normal. Aber... Ja, ist kein High-End-Ding. Aber reicht. Dafür reicht das. Guck mal hier, die Bienen, du. Die fliegen, ne? Ach, ist ja super, ne? So Leute, wir fahren jetzt mal eben nach oben hin, da sehen wir das am besten, sagt Papa. Ich fahre da komplett raus beim Fahrgassen fertig machen. Damit geht's jetzt los. Ich glaube, der Riemen kommt bald wieder, ne? Weil die Schaltung, die hakt schon. Immer wenn die Schaltung, der fährt sie weiter im Stand. Wenn du ihn auf H hast, fährt sie weiter im Stand. Und meistens haben wir dann, dass der Riemen verschlissen ist. Irgendwann reißt er dann durch. Ja. Das haben wir schon oft gehabt. Aber das ist so, bei uns muss sie oft Stop and Go machen. Und, aber das Schöne ist... Aber ist ja auch schon wieder ein paar Jahre drin. Aber dass wir das so hinkriegen, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, Zündung an und... Hier hast du nur so ein bisschen auf rumgehalten, ne? Ja, hier war das ganz leicht. Da bin ich rübergefahren. Aber du merkst das, wenn du mit dem Träger rüberfährst, dass es besser geworden ist, ne? Das ist ja auch für mehr nachher schöner. Guck mal, wir machen Spitzdurchgänge mit 8,1 km/h. Da darfst du keine Löcher haben. Das ist doch scheiße, wenn der Mäher in der Erde geht und alles. Ja. Was immer das Problem ist, wenn man das so ein bisschen nur bearbeitet und du holst diese Grasklüten hoch, dann ist das nachher immer so ein Hubbel, ne? Ja.
Das kriegst du nicht so, du kriegst die Gasse eigentlich nicht so hin, wie als wenn du das geflügt hast vorher und dann die Gassen machst. Auch das ist ganz was anderes. Die Vorbereitung, du bist da einmal mit der Drillmaschine durchgefahren bei den Magic Star. Ja. Wie ist das Gras aufgekommen? Das ist doch herrlich, das ist Bombe. Ja. Ist so. Kannst auch schneller fahren, das stört uns nicht. Da vorne war im Hase, ne? Hasi. Und hier kommt so eine kleine Bogenwelle. Also die sind schon gewachsen, die Äpfel, ne? Ja, auch wenn das hier ist, ne? Den kannst du richtig sehen, du. Ja, so können wir die jetzt nicht sehen, das geht zu schnell. Hier auf unseren Schlackenweg, hier haben wir ja noch Ziegelburg. Da hatte ich das auch mit dem Trader gemacht. Und bin ganz leicht mit der Kreislecke darüber gefahren, noch mit der Walze. Weil wir haben das oft, wenn Extremeinsätze sind beim Dreh, dann holst du was hoch. Und das ist immer scheiße, wenn du da mal schnell fahren willst. Ne? Ja. Du willst das ja auch wieder schön haben. Ne? So ist es. Wollen wir hier absteigen eben, oder? Ja, wir machen die Karre aus hier eben. Hier ist was fertig gemacht worden. So. Ja, hier kann man das gut sehen. Das ist eine ältere Anlage von 2009. Und das ist natürlich. Warte mal, ich bin doch noch gar nicht da. So, jetzt kannst du reden. Das ist eine ältere Anlage hier von 2009. Aber auch noch mal gut dabei. Und ja, da mussten die Gassen auch mal gemacht werden. Dass man diese Lunken wegkriegt. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir machen das auch. Wenn das gut ist, haben wir auch zwischendurch Reparaturen gehabt, da hinten am Ende. Da habe ich dann auch nur wirklich speziell das gemacht, was gemacht werden muss. Ja, ihr müsst euch denken, wenn wir jetzt, wir kommen ja, das ist ja, dauert ja nicht mehr lange, dann ernten wir ja schon wieder. Und der Grasbestand, der muss sich natürlich auch noch aufarbeiten. Eine Grasnarbe ist eigentlich erst im zweiten Jahr richtig schön. Das erste Jahr ist das noch sehr dünn. Ja. Und das zweite Jahr wird die richtig schön. Und deswegen können wir jetzt nicht alles aufreißen, wo wir mal eine Lunke haben. Hier sehen wir Breböhren. Auch schön glatt. Sieht echt gut aus. Doch, die sehen wirklich gut. Was hier? Pflück den mal ab hier vorne. Da vorne. Was hat der? Können wir das nicht richtig sehen eben. Schorf ist es nicht. Würde ich sagen, oder? Sieht irgendwie so hell aus. Ist das eine Beschädigung? Wir können auch, ja, können auch vom Meer sein. Oder war das mal Schorf? Ist ja schon hell. Du hast das ja auch mal gelernt, ne? Gelernt habe ich das auch. Ja. Ja. Nein, also mit der Breböhren sind wir sehr zufrieden. Nee, wir hatten das ja schlimm, dass wir jetzt so wie hier, sieht man, dass wir jetzt so trockene Äste drin haben. Und das ist echt besser geworden. Man muss da einfach radikal bei das rausschneiden und dann wird das jedes Jahr besser. Und Pflanzenschutz ist auch nicht zu unterschätzen. Man muss im Blattfall wirklich fahren. Haben wir schon oft genug gesagt. Und dann kann sich das Bild eigentlich so sehen lassen, wenn wir jetzt hier mal so längs gucken. Wir haben das schon gehabt, dass die ganze Anlage zusammenbricht. Aber das ist wirklich dieses Jahr echt nicht der Fall. Also toi, toi, toi. Weil das ist immer Arbeit, die ist eigentlich so unnötig, ne? Krebs schneiden. Ja, da könntest du lieber was anderes machen. Ja, da kannst du aber Stunden dann verbringen. Die ist nicht unnötig, das muss raus, aber es muss gar nicht erst da sein, eigentlich so, ne? Ja, das auf jeden Fall. So, wir sehen hier so ein Elster, Red Flame. Diese kleinen hier, die gehen da alle zwischen raus noch. Es bleiben nur die dicken. Und das ist wirklich so, das ist hier schon. Du kannst viel besser pflücken, wenn die so in Trauben hängen. Das geht scheiße. Ja. Wenn man denkt, da sind zu wenig drauf, dann ist es immer genau richtig, ne? Dann ist das genau richtig. Ja, guck mal, hier haben wir mal so einen Ast genau. Jetzt, was Michi meint. Der extrem überall dran sein kann und das ist richtig. Sieht man irgendwo jetzt gleich die Stelle, guck mal eben. Da. Ja. Da und dann seht ihr das. Stirbt der Ast ab, ne? Ja. Und der ist auch schon hier rundrum, ne? Das könnt ihr sehen, ne? Guck mal, hier geht das rundrum. Ja, ist Feierabend. Da ist richtig Ritze hier. Ja, sieht man ja da. Na, guck mal, letztes Jahr hat er nochmal hier gesagt, ich komme nochmal durch. Nee, aber Nee, auch von der Baumhöhe, wenn ihr den Behang seht, von hier unten bis nach oben, das ist das Tolle nachher beim Pflücken. Der oben pflückt
und unten, die haben beide gleich viel zu tun. Ja. Das finde ich auch schön. Von der Baumhöhe würde ich nie höher gehen. Das reicht locker so. Aber man kann das auf der Kamera immer schlecht rüberblicken. Wenn man jetzt hier so raufguckt, wenn ich jetzt gerade durch die Kamera gucke, dann seht ihr die Äpfel nicht, die jetzt zum Beispiel hier hinter sind oder da unten und so. Ja, ja. Das sieht auf der Kamera immer leer aus, finde ich. Aber ja, wir sehen ich das ja auch im Herbst. Hier war auch so eine Gasse, wenn man das gesehen hat, da habe ich einmal rechtzeitig im Frühjahr das gemacht. Und das ist nichts. Du musst die Zeit abwarten. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, mit den Grader sind wir hier durchgefahren. Man sieht ja rechts die Kante auch. Haben die Erde wieder vom Baum rausgeholt, weil du drückst sie ja mit dem Trecker. Jedes Mal fährst du dieselbe Spur fast quasi. Ja. Drückst du die ja immer mehr zum Baum hin. Und dann muss die Erde mal wieder zurückgeholt werden. Und auch nicht so tief gemacht hier, dass wir dann auch schnell das Gras, das alte Gras, was hier war, auch wieder durchkommt. Ja, dass das durchkommt. Man sieht es ja schon, wie das da sich wieder durcharbeitet. Und ist von der Bearbeitung nicht ganz so zeitaufwendig. Nee. Wir haben ja sonst denn auch hier ja, ein paar Mal die große Hafenrundfahrt. Ne? Nee, wir sind jetzt hier sind nur Brebern jetzt. Ja, und was natürlich richtig Bombe ist, ist, diese Gasse ist mal gemacht worden. Und dann in Ruhe. Im April schon. Und dann ist der Munkhoff Dreizeiler hier gefahren. Und wenn sowas in Ruhe gelassen wird, ne? Das ist ja natürlich klasse. Ne? Haben wir dieses Jahr uns eigentlich vorgenommen? Wir machen das so, überall, wo der Dreizeiler fährt, machen wir die Gassen nicht. Und da, wo der Dreizeiler nicht fährt, da machen wir die Gassen. Und wie ist es dann geworden? Ja, es geht so gut, ey, wir machen jede Gasse. Ja. Und dann hat uns das richtig angeschissen. Ja. Und dann konnten wir stellenweise das nochmal machen. Und nächstes Jahr werden wir es so machen, dass wir in der Hauptspritzzeit das so machen werden, dass wir da, wo der Dreizeiler fährt, ja, lassen wir es aus und die anderen kann man machen und dann sehen die auch so aus. Ne? Aber das hat ja jeder. Wir stehen hier gerade in der Brebhörn-Anlage. Brebhörn wird Ende Oktober gepflückt. Ja. Dann haben wir auch schon oft einsetzenden Regen. Ja. Und wenn da denn morgens 30 mm kommen und ich muss rückwärts meine Kisten da reinbringen oder mit dem Flugzeug durch, die tun sich beide nichts. Nee. Also von der Seite. Aber das ist so und dann fährst du auch mal was kaputt. Aber dann nützt ja alles nichts. Ja, und das ist immer bei den späten Sorten. Ne? Das ist so. So finde ich das schön, auch mit den Triebkursspritzen und sie treiben jetzt noch ein bisschen aus. Aber da müsst ihr euch vorstellen, wenn Michi jetzt, ich stelle mich da hinten mal hin, du filmst hier mal hin und ich halte mal so die Hand hoch. Hier so geht nachher der Renieri an längs, das heißt er kitzelt die hier und ich kann das jetzt euch auch mal vormachen. Wenn ich jetzt so eine Äste hier mal, die fliegen ja nachher weg. So kriege ich noch mehr Lichteinfall. Ja. Und das... Und einfach, ne? Einfach. Und sowas haben wir natürlich früher mit der Hand gemacht. Aber das ist nicht so schön, weil du deine Augen nicht überall hast. Nee. Du kannst nicht jede Reihe alleine schneiden. Ja. Und wenn du dann die Leute hast, die können auch viel kaputt schneiden. Du darfst ne? auch nicht zu früh anfangen, wenn die nee. Sonne höher steht. Nee, nee. Ist so. Ja, von den Schädlingen her sind wir bisher... Ab und zu sehe ich mal eine Mehlige in der Retrenz neulich. Aber von der Schädlinge her geht das wirklich gut. Hier kann man das auch gerade gut sehen, wenn du noch mal eben die Hand drüber streichst. Die werden jetzt rausfallen hier. Die verabschieden sich schon, die Kleinen da. Und ja, dann, die bleiben so richtig zurück. Die sind schon so aufgetrocknet. Genau. Die kannst du auch so abpflücken. Aber dann. Das ist auch richtig, dass die da rauskommen. Das guck mal, hier ist mal so ein Pimmelapfel, kann man dazu sagen. Ne? Ja. Pack den da mal raus hier. So besonderer Apfel. Ne? Ich bin nicht perfekt. Du kannst ja als Deko hinstellen. Nein, das ist schon. Nee, ist so. Das ist gut. Genau. Wir sind gleich schon mal 25 Minuten. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Unsere schwierigen Wellern, ne? Ja, ich habe gestern mal einen Baum die Erbe durchgezählt. Ich bin so bei 70 hier. Das finde ich schon toll, das Ergebnis. Und ich finde auch, die sehen glatt und schier aus, sind schön dick. Ja, wir haben hier echt, das haben wir auch schon so oft euch erzählt, scheiß Pflanzmaterial gehabt. Einer sehr schlechten Verzweigung, aber das, sie kommen jetzt langsam. Ja, hier sieht man auch, die werden wegfliegen, ne? Bevor wir da mal gegen tickt. Genau, die gehen hier. Tickt mal ganz leicht gegen, die werden weggehen. Ja, die haben schon einen gelben Stängel hier. Die werden alle weggehen, ja. Die gehen weg. Auch mal ein Dicker, ne? Das ist bei Welland irgendwie echt. Ja. Dann denkst du erst, der kommt und dann schmeißt er sie nur ab. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt Unwetter kommen, da kriegt ja jeder Abel einen Treffer. Ja, ja. Das ist unwahrscheinlich. Versicherung musst du haben. Versicherung wollen wir noch zu dem PCP und da Abschluss oder wo wolltest du hin? Ja, können wir auch machen. Ja, lass uns da hingehen. Hier hast du das auch. Guck mal, hier sitzt auch so ein Schwein. Ja. Also du könntest jetzt durch die Anlagen überall wieder durch. Hier sitzt er, ne? Ja. Und dann seht ihr ihn so, dann bleibt er zurück und dann müsst ihr den Ast mal verfolgen.
Und wenn wir den hier noch durchbringen, guck mal hier, wie Tabak, schmökt. Ja. Na? Das hast du da mal drin. Und deswegen, das haben wir schon oft gesagt, so eine Anlage können wir nicht nur mit der Maschine machen. Das menschliche Auge muss da noch immer bei sein, auch oben bei der Bühne. Aber den Krebs schneiden siehst du am besten, wenn die Blätter weg sind. Ja. Das ist einfach so. Und das haben wir dieses Jahr ja auch wieder radikal gemacht. Aber hier auch, ihr seht das, was noch alles wegfällt. Ja, ja. Diese drei, die gehen komplett weg. Ja. Und dann sieht das Bombe aus. Ihr müsst euch die Äpfel, wenn ihr jetzt diesen Ast hier seht, die werden nachher alle dick. Dann ist der Platz hier am Ast auch voll, ne? Und wir haben das ja letztes Jahr hier in der Anlage gehabt, dass wir unten zu wenig hatten. Ja. Das ist jetzt ja besser. Also hier, das wird wirklich schön. Ist so. Wichtig ist, dass sie heile bleiben jetzt. Also da brauchen wir. Nachts, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, nachts kühlt das noch so doll ab. Neulich haben wir dieses letzte Wochenende, was wir hinter uns haben, da hatten wir hier Altstadtfest, war auch schön. Da war in Berlin, was haben die da, 35, 39 Grad bald gehabt. Mhm. Und hier oben im Norden, das war normal. Aber nachts, das kühlt ja noch unwahrscheinlich ab bei uns. Ja. Nee, das war mal so Stand der Dinge. War so ein bisschen durch die Anlage, Fahrgassen fertig. Wir hatten jetzt auch gerade nichts anderes auf Lager. Wir haben im Moment noch viel anderes zu tun, viel Papierkram, Buchführung etc. Das muss auch alles auf dem Laufenden bleiben. Und deswegen, QS mussten wir auch verschieben wegen Corona. Und da haben wir jetzt diese Woche auch Prüfung. Das musste dann natürlich, muss man dann nochmal wieder alles aufarbeiten, alles ordentlich wieder ein bisschen was hinstellen, was dann schon mal wieder ein bisschen eingeschnuddelt worden ist. Ja. Weißt du, nochmal eben den Hof fegen und so, das muss ja auch eben einmal alles wieder schier sein. Ne? Pflanzenschutzmittelraum nachgucken und so, ist so. Nein, aber ist schon eine tolle Sache, man wird selber ein bisschen getrieben, komm, du musst ja jetzt ran. Ja. Na, du musst dabei. Genau. Ja, wird nie langweilig, aber das ist bei euch genauso, das ist einfach so, du musst dich bewegen, sonst kommt nichts. Ganz genau, ich würde sagen... Schreibt in die Kommentare rein, was ihr nochmal so sehen wollt. Ne? Also gerne auch vernünftige Sachen mal reinschreiben. Wir haben schon das mitgekriegt, Unkrautbekämpfung, wie man das machen kann, mechanische. Ja, Ladorna waren wir auch schon mal im Gespräch, der hat uns auch schon mal kontaktiert. Danach ist aber auch nichts wieder gekommen, also dass er sich nochmal gemeldet hat. Ja. Stocker hatten wir auch schon mal im Programm, den haben wir auch schon mal informiert, aber da ist dann auch weiter nichts von gekommen, dass wir mal ein Gerät kriegen. Ja, da haben wir sogar noch so eine Krabbelgruppe. Ne? Und ja, genau. Und... ja, wir haben jetzt alles wieder, man sieht es ja auch hier, mit Herbizid gefahren. Was eigentlich auch, wenn man da, man könnte da lange drüber erzählen, wollen wir jetzt aber auch nicht, was eigentlich auch das Schonste ist, ne? Ja, ich finde das für gut. Alles, fürs Bodelebenwesen. Haben wir alle besprochen Struktur hier. Und mit zwei Düsen arbeiten wir hier und was ist das jetzt? Unsere Spritze ist ein 400 Liter Fass. Und da mache ich behandelte Fläche 1 Hektar mit. Behandelte Fläche, das heißt, wenn wir den Streifen ausrechnen. Ich mache 5,5 Hektar mit einer Spritze. Ja. 5,5. Also du kommst ja wesentlich weiter. Ja. Und das finde ich auch schon richtig gut. Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr geringe Aufwandmenge, wenn man das mal sieht, wie manche im Garten spritzen. Ne? Alle Achtung. Das ist ja nachher auch so... Ich kann mir auch vorstellen, die sind jetzt einmal hier die Anwendung gefahren im Juni. Je nachdem, wie der Sommer kommt. Nachher beim Pflücken ist das ja auch schön, wenn du hier stehst. Ein bisschen eingrünen, ne? Aber du musst es so ein bisschen im Griff behalten. Denn wenn wir im September anfangen, bis Ende Oktober, bis alle Äbbel ab sind, wenn du dann im November kommst, nicht, dass hier das Gras nachher bis hier steht, ne? Genau. Also wir müssen 42 Tage Wartezeit einhalten vor der Ernte, wenn wir Herbizide einsetzen. Ja. Und das ist natürlich dann, das musst du schön abpassen, ne? Ja, aber wir müssen das Glyphosat behalten. Ich finde das so genial. Ist meine Meinung. Ja. Überleg mal, wie lange du mit dem Ladorna dabei bist. Ja. Wie lange der schreit, der Träger. Viel mehr Stunden. Und auch, dass du das da unten immer alles durchrührst, ne? Das ist ja auch nicht schön. Ich krieg das ja auch nicht ordentlich weg. Das sitzt ja hier auch noch zwischen. Ja. Hier. Ja, ja. Und wenn du dann so Rankgewächse hast, also die ist ja in Hochranken. Ja, dann darf da keine Beregnungsleitung liegen. Du kannst dir ja das Anlagen angucken im Bio-Bereich. Boah, da drehst du ja durch. Da ist das, da stehen die Brennnesseln hier oben drinne und überall hängt das da drinne. Boah. Es gibt auch Top-Anlagen, das keine Frage. Es gibt Betriebe, die das richtig voneinander haben. Die auch, können das. Ja, die können das, aber es kostet auch richtig Geld, wenn das so aussehen soll. Es kostet richtig Geld.
Das ist nicht mal eben gemacht, dass das so aussieht. Klar, wenn die Vermarktung das hergibt und ich habe das super drauf und kriege meine Kohle dafür, dann kann ich ja auch genug Personal aufstellen, dass ich das so machen kann. Genau, dann geht das auch. Ne? Aber ja. Ist so. Entscheidend ist immer, dass am Ende was überbleibt. Das ist das Wichtigste. Ganz genau. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ne? Drückt mal auf die Glocke, abonniert uns. Ja, das freut uns. Es soll wärmer werden, Michi hat einen Pool aufgebaut, wir wollen jetzt bald mal rein. Ja, das ist so nach Feierabend mal so ein Ausgleich. Ne? Aktuell hat er so 20 Grad, könnte noch ein bisschen wärmer werden, wir haben aber jetzt auch gerade erst Wasser reingelassen. 20 Grad, sind wir damals im Bodensee reingegangen, ging auch, aber ist stramm. Ja, ist stramm. Na, Körpertemperatur 37 Grad, ne? Ja, 36,5 oder 37, weiß ich nicht. Ja, ich würde an meiner Stelle sagen, geh mal lieber vorsichtig rein, ne? Ja. Nicht, dass du nachher entschwimmst. Okay. So, Leute, habt euch wohl. Viel Spaß heute noch. Ciao.